Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, wir befinden uns immer noch in Auridon und zwar ganz oben im Norden. Da wollten wir ja einen Spion der Augen als nächstes machen, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass das mit der Quest, die wir in der letzten Folge gemacht haben, recht gut zusammenhängt. Da sind wir, genau. Das heißt, dass die Quest jetzt hier unten ist. Mal eben schauen, wo der ungefähr ist. Also nach dem Brückending da. Kann ich hier vielleicht irgendwo eine Abkürzung nehmen, dass ich hier runterspringen kann? Ich weiß, manchmal bin ich ein bisschen lebensmüde, aber vielleicht kann ich da ins Wasser springen. Ihr steht hier alle gerade so ein bisschen blöd. Sagt mir mal, wenn ich von hier aus ins Wasser springe, tut mir das dann was an oder nicht? Wir machen jetzt mal den ultimativen Test, vorausgesetzt, dass ich das Wasser treffe. Oh Gott, ich bin lebensmüde. Okay, wir machen den ultimativen... Komme ich da überhaupt wieder hoch? Doch. Den ultimativen Test. Eins. Oh Gott. Zwei. Drei. Ja, ich hab's überlebt. Also, falls ihr diese Abkürzung auch nutzen möchtet, könnt ihr dies gerne tun. Und das mit bestem Gewissen. Wo ist denn der Typ jetzt? Hier. Wie komme ich denn da jetzt rum? So. Sterne am Himmel, kommt her! Ja. Es gibt Zeug. Gedankt sei Auriel, ein freundliches Gesicht. Ja, vor ihr allen seid Dingen... Ra's Helferin, nicht wahr? Entschuldigung. Vor allen Dingen, ich glaube, ich kenne dein Gesicht sogar, oder? Oder sieht er nur so aus wie jemand anders? Kenne ich euch? Ich habe von euch gehört. Schaut, ich soll hier draußen die Truppen unterstützen. Aber ein Elite-Waldläufer der Löwengarde lauert unseren Leuten auf. Ich brauche Unterstützung. Werdet ihr mir helfen? Was soll ich tun? Bringt die Verwundeten vom Schlachtfeld. Östlich von hier gibt es eine Vorratshütte mit einigen Bündnisuniformen. Verteilt diese Uniformen, wenn ihr könnt. Dann können die Truppen sie für die Flucht verwenden. Noch etwas? Sie lagern etwas in der Hütte im Westen. Vielleicht solltet ihr euch das ansehen. Warum ist eines der Augen der Königin hier? Einige andere Augen und ich wurden einer Expedition nach Norden zugeteilt. Wir schmuggelten Überläufer aus den Landen des Bündnisses, aber diese dreifach verdammten Dolche sind uns gefolgt. Jetzt versuchen wir nur noch, die Verluste überschaubar zu halten. Naja. Ich sag ja, das hat schon so ein bisschen miteinander zu tun. Es ist zwar eine eigenständige Quest, aber es hat schon was miteinander zu tun. Also, holt die Bündnisuniformen. Machen wir doch mal. Habe ich mich jetzt gerade erschrocken. Ich dachte gerade, ein Gegner kommt hier angelaufen. Okay, können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Ja, ja, ich weiß. Meckert auch ruhig. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr das mit nicht möchtet. Alles gut. Ich werde mich trotzdem nicht dran halten, damit aufzuhören. So, Moment. Wir müssen... Rettet die verwundeten Soldaten. 5 Stück. Wir müssen... Ist dahinter jetzt ein verwundeter Soldat oder nicht? Das sieht so komisch aus. Da ist auch keiner, oder? Das ist auf der anderen Seite, oder? Das sieht wirklich ein bisschen komisch aus, ja? Und wenn ich jetzt darum gehe, dann wird mir das da oben auf der Brücke angezeigt, glaube ich. Dann gehe ich mal dahin. So, ihr nervt mich sowieso. Also jetzt schon. Ich gucke aber noch mal eben... ich wollte gerade sagen, ich gucke noch mal eben von hier aus. Verwundete Soldatin. Dankeschön. Also eigentlich müsste die sich bedanken. Ah, Moment. Ich nehme noch mal eben... Damit du mich hier nicht verrätst, weil hier ist auch noch einer. Normalerweise bedanken die sich bei mir, aber irgendwie ist heute Tag der Nicht-Synchronisation, habe ich so das Gefühl. Ah, Moment, ich habe gerade noch was gehört, wo ich weg war. Warum sind hier eigentlich überall nur Bogenschützen angestellt? Ich warte jetzt extra. Vielleicht sagt sie noch was. Na? Na?
Sie hat sich umgezogen? Ah, Dank. Ja! Sie hat sich bedankt. Ist das schön. Nein, aber ich finde, wir sollten generell alle ein bisschen mehr Freundlichkeit zeigen. Aber gut, man muss natürlich nicht drauf bestehen und darauf warten, bis sich jemand bedankt hat oder sowas. Das finde ich dann auch wieder albern. Aber ich habe jetzt gedacht, entweder hören wir da noch was von oder wir hören da nichts mehr von. Also in Bezug auf das Spiel jetzt natürlich. Moment. Achso, da ist die. Dann komm mal her. Hallo. Wieso ist der so spät heute mit dem... mit den Bodenangriffen jedes Mal. So, wir müssen... betrete das Gebäude. Hab Dank. Ja, ja, gerne, gerne. Ich suche nur gerade noch den Eingang zum Gebäude. Das ist wahrscheinlich hier oben das, ne? Hm? Nee? Hä? Tiefer. Doch, das hier unten. Da wird das aber komisch an. Ah, ja, jetzt kann man es sehen. Wurde jetzt ein bisschen komisch oben in der Dings angezeigt. Afanel muss euch geschickt haben. Die Augen der Königin sehen alles, was? Das ist so. Möge das Grün euch segnen. Ich habe alles, was ich aus dieser Hütte brauche. Ich wollte gerade gehen. Würdet ihr mir einen Gefallen tun und aufräumen? Ich möchte Bericht erstatten. Was meint ihr? Nehmt diese Feuersalze. Die leeren Kisten da drüben brennen sicher wie Zunder. Geht zum Lager auf dem Felsen hoch, wenn ihr hier fertig seid. Ich bin sicher, Afanel wird euch danken wollen. Okay. Sie meint jetzt aber draußen. Alter! Was war das gerade? Ist da oben irgendjemand? Ach, das ist dieser kleine Molag Bal gewesen. Ich dachte, hier wäre ein Rabe oder sowas. Ja, das ist ja... Das weiß... Achso, doch. Ich sollte doch die hier verbrennen. Moment, hat das es gestoppt? Ich bin mir nicht sicher. So. Oh. Will aber nicht auch noch Feuer fangen. Sprecht mit... Okay, wir sollen nur einmal die Kisten... auf der Klippe. Ich hoffe, sie will sich da jetzt nicht runterstürzen. Die meinen jetzt aber, wir müssen nach oben reiten, wenn ich das richtig sehe, oder? Ja, 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 okay. Da sind wir, meine ich, letztes Mal hier und dann durch das Tor geritten. Haben dann alle hinter uns stehen gelassen, die uns angeschossen haben. Haben den Mittelfinger gezeigt und gesagt, haha, mit unseren Haaren im Wind geweht und haben uns dann im Haus versteckt. So, wo müssen wir jetzt denn? Hier. Habe meinen Waldläufer erwischt. Und Kariel hat mir von euren Heldentaten erzählt. Einige der Truppen haben es aus dem Feld geschafft und wir haben ihre Vorratshütte zerstört. Hervorragende Arbeit. Bei den Augen zu sein heißt nicht immer, dass man nur Aufträge mit viel Getöse und Gewese hat, klar? Trotzdem glaube ich, dass ihr mir zustimmen werdet. Auch Unterstützung fühlt sich immer gut an. Vielen Dank, meine neue Freundin. Gerne, gerne. Wir haben kein Set bekommen. Das muss ich jetzt mal bemängeln. Einen passgenauen Gürtel erhalten. Ja, ohne Set halt. In Mittel. Sagt ihr noch was? Ihr tut so, als ob ihr noch miteinander redet. Ich rede mal mit dir nochmal. Verdammt, aber ihr werdet eurem Ruf gerecht. Ich muss Ras wohl sagen, dass sich sein beharrliches Werben um euch gelohnt hat. Ja, ich arbeite ja schon ein bisschen länger mit Ras zusammen, ne? Hinweis des diplomatischen Dienstes der Talmor. Ist das viel? Naja, können wir noch mal kurz vorlesen. Bezüglich unserer Freunde der Khajiit bezeichnet sie nicht als Katzen. Serviert ihnen kein Essen, das für Hauskatzen gedacht ist. Wer eine Hauskatze besitzt, darf die Khajiit nicht mit dem Namen dieser Hauskatze rufen. Versucht nicht, sie am Schwanz zu packen, ohne vorher um Erlaubnis gefragt zu haben. Bezüglich unserer Freunde der Waldelfen. Bittet die Waldelfen nicht, ihre Rezepte mit Gemüse aufzupeppen. Warum eigentlich nicht? Ich meine, Gemüse ist ja auch aus der Natur. Also das finde ich jetzt, also nicht aufpeppen, aber ne, also das zu essen finde ich jetzt nicht schlimm. Vielleicht kann mir das ja einer beantworten. Essen die Waldelfen kein Gemüse? Und wenn nein, warum essen die kein Gemüse?
Fällt niemals ein Baum vor einen Waldelfen? Ja, das kann ich nachvollziehen, weil der Baum könnte ja auf dem Waldelfen drauffallen. Nein, nur kleiner Spaß am Rande. Fragt nie, wie Fleisch der Waldelfen schmeckt. Fragt nie, wie man einen Khajiit zubereitet. Was? Unsere neu gewonnenen Gefährten im Dominion stehen euch als Kameraden zur Seite und sie verdienen dafür einen gewissen Respekt. Ja, dem muss ich zustimmen. Bitte sprecht mit eurem ansässigen Vertreter des Talmor, falls ihr noch offene Fragen habt. Also es tut mir leid, aber die Regeln, die waren jetzt wirklich gut. Online. Ja, wir befinden uns nicht in meiner Nachrichtenbox, sondern wir befinden uns hier oben bei der Quest Auge des Uralten. Das ist hier in der Nähe vom Bau der Nestmutter. Und da werden wir jetzt mal eben schnell den Questgeber suchen. Oder die Questgeberin, die steht direkt vor uns. Hier drüben, hier sind wir, Soldatin. Hilfe. Soldat, wir... Wartet, ihr seid kein Speer. Weist euch aus. Ich habe mit Rasumdar gearbeitet. Das ist ja eine tolle Ausweisung. Die Augen der Königin. Wohlan denn. Maorma haben die Bucht überfallen. Ich habe Verstärkung angefordert, aber wenn sie nicht bald auftaucht... Kann ich zur Hand gehen? Vielleicht. Es gibt eine uralte Maschine auf der Ostklippe, die altmährische Hafenverteidigung. Sie hätte diese Kerle eigentlich sofort aufhalten sollen. Ich bin mir nicht sicher, warum sie es nicht getan hat. Falls ihr sie wieder in Betrieb setzen könnt, macht das die Sache für uns wesentlich leichter. Ich werde das erledigen. Sucht nach meiner Späherin Loromel. Vielleicht weiß sie etwas. Wir werden direkt hinter euch sein, sobald mehr Klingen auftauchen. Viel Glück. Kann ich euch die eine oder andere Frage stellen? Geht. Ich muss die Augen offen halten. Genau, sie sagt geht und wir stellen einfach unsere Fragen. Was ist hier geschehen? Diese verdammten Vipern kamen aus dem Nichts. Die Stadt war auf den Angriff überhaupt nicht vorbereitet. Wir waren gerade bei einem Übungsmanöver in der Nähe, als uns ein Wachmann holen kam. Wir haben versucht, sie an den Docks aufzuhalten, aber... Nun, ihr seht ja selbst, dass uns das nicht gelungen ist. Was ist dieses Ding zur Verteidigung des Hafens? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich weiß, was es macht. Es verbrennt Schiffe, die in den Hafen einlaufen. Aus offensichtlichen Gründen ist es die meiste Zeit ausgeschaltet. Aber der Stiftsvogt hatte eigentlich genug Zeit, um es hochzufahren, bevor die Maorma in den Hafen kam. Ist Hauptmann Cirania eure Schwester? Ah, ihr habt den Leuchtturm in Südfeuer zerstört. Ihr habt das Leben meiner Schwester gerettet. Maras Herz, es ist schön, euch zu treffen. Das hat sich ja schnell rumgesprochen. Na gut, wir müssen Speerin Lurumel finden. Die ist wohl irgendwo da hinten. Nee, die ist nicht da hinten. Die ist hier drin. Ist die hier drin? Können wir hier reinspringen? Wir können nicht hier reinspringen. Aber wir können hier reinlaufen. Kommst du auch mit rein? Ja, natürlich kommst du mit rein. Der war aber schnell down. Na gut. Waffenaktivierung. Stiftsvogt. Falls es einmal nötig sein sollte, dürfte es kein Problem sein, das Gerät zu aktivieren. Eine Reihe von Welkünsteinen versorgen es mit Energie. Es sollte selbstständig Schiffe ins Visier nehmen und zerstören. Zusätzlich zu dem Stein, der sich in eurem Besitz befindet, werde ich einen in der Kiste in meinem Haus hinterlegen. Der letzte Stein befindet sich in Marayanas Taverne. Ich weiß, das ist nur eine Liebelei, aber ich wollte ihr etwas Schönes schenken. Setzt die Steine einfach in der richtigen Reihenfolge in die Fassung ein und das Gerät wird aktiviert. Die Reihenfolge lautet... Ja, und den Rest konnte sie wohl nicht mehr schreiben. Der Hauptmann hat euch geschickt. Gedankt sei Mara. Was ist geschehen? Sie haben mich verfolgt. Ich bin um das Haus des Stiftsvogts herumgeschlichen. Ich wollte herausfinden, wie man dieses alte Gerät einschaltet. Man braucht einen Satz Steine. Altmährische Kraftsteine.
Wo kann ich die Steine finden? Ich habe diesen Fetzen Papier gefunden. Hier steht, dass einer in der Taverne und ein anderer im Haus dieses alten Magiers ist. Sie liegen beide auf der anderen Seite der Stadt. Der dritte, der Kapitän der Maormer, hat den letzten. Er war im Haus des Stiftsvogts. Ich werde die Steine finden. Tut das. Ich bleibe hier einfach sitzen und ruhe mich aus. Und versuche, mich heute nicht noch einmal niederstechen zu lassen. Gut, ich hätte dich auch begleiten können dahin, aber, also dahin, wo es sicher ist, nicht dahin, wo ich hin muss. Aber ist okay. Wie irgendwer, ich war doch gerade schon da. Ich habe dir doch meine Hilfe angeboten. Du wolltest sie nicht. Also jammer jetzt nicht rum. Aua. Ich habe schon mal provisorisch Aua gesagt, bevor ich angekommen bin. So, was sehen meine müden Augen denn da? Es gibt wieder genügend Vorräte, die wir aufsammeln können. Das ist schön. Doch was finden wir hier? Erstmal ein Buch. Tagebucheintrag von Captain Parondo. Das nächste Mal, wenn wir in der Taverne sind, müssen wir uns über die Feigheit des Dominions unterhalten, Herr Kuloa. Grünwasser einzunehmen war sogar noch einfacher als erwartet. Unser Agent hat erstaunliche Arbeit geleistet. Die hatten nie auch nur noch die Gelegenheit, den Strahl zu aktivieren. Und jetzt bekommen sie sie auch nicht mehr. Kapitän Parondo. Das ist der Kapitän Parondo. Okay, ich muss erstmal hier Ruhe. Sammelt den Velkinarstein. Okay, geht mir hier gleich drauf. Komm. So, bedanken darfst du später. Moment, muss ich da... Nee, doch, der ist hier, ne? Ah, nee, das ist nur, dass ich da raus muss. Ach, ich falle doch auch jedes Mal wieder auf diesen Mist rein. Ah. Moment, die anderen sind am anderen Ende der Stadt sozusagen. Das heißt, wir müssen... Über den Weg... Ja, ja, übers Wasser. Okay. Hier sieht ein bisschen niedergeschlagen aus. Wir mussten aber gar nicht hier übers Wasser, glaube ich. Wir gehen mal woanders übers Wasser. Tut mir leid, hab ich vertan. Ich muss da mal durch, dankeschön. Da muss ich hin. Ach, diese Idioten. Wer verfolgt mich denn jetzt? Du verfolgst mich, oder? Hallo? So, können wir jetzt rein? Hallo. Jetzt können wir rein. Sehr schön. Erstmal überall hängen bleiben und dann... Alter. Was geht hier ab? Funke, warum bist du so aggro? Okay. Dann noch der dritte. Der war links von mir. Ja. Irgendwo. Muss ich hier hinten rein? Ja. Weil gerade vorne hatte der nämlich kein Symbol. Jetzt hat er vorne auf einmal ein Symbol. Doch können die sich mal entscheiden. So. Und direkt wieder ein Buch. Das uralte Auge. Ich forsche jetzt schon ungefähr mein halbes Leben lang an dem Auge. Wir wissen, was es kann. Es ist eine Verteidigungswaffe unglaublicher Macht. Wir wissen, wie die magischen Kristalle in die Halterungen passen. Sie leuchten hell, wenn sie korrekt eingefügt wurden. Wir wissen jedoch nicht, wie es funktioniert. Gelehrte von nah und fern besuchen unsere Stadt, untersuchen das magische Zusammenspiel und gehen kopfschüttelnd wieder. Wo speichert dieses Gerät seine Energie? Wie bündelt es diesen Strahl? Was verleiht dem Feuer die Stabilität? Unsere Ahnen waren den Fähigkeiten der heutigen Weisen wirklich deutlich voraus. Firenir, Mitglied der Magiergilde. Okay, wir müssen wieder nach oben, nehme ich mal an. Hier kann mich... nee, hier unten ist das. Hier kann mich ja keiner verraten, ne? Funke ist nett. Funke interessiert das nicht, wenn ich irgendwo was klaue. Aber ich muss noch ein bisschen leveln, deswegen
Haben wir hier oben noch irgendwas Wichtiges? Irgendwas Schönes, was man mitnehmen kann? Boah, ihr Schweine, ihr habt nichts übrig gelassen. Das merke ich mir. Okay. Legt die Steine in die Halterung. Ich wollte gerade schon sagen, die Schweine. ist das auf der gleichen Höhe? Nee, das ist höher. Achso, das ist hier. Entschuldigung, ich muss mal vorbei. Na, das sind die Halterungen. Dann müssen wir euch leider töten, weil ihr seid mir zu nah dran. Tut mir leid, ich bin eigentlich Pazifist, aber... Ach ja, ach ja. Habe ich jetzt 5? Wieso habe ich jetzt 5? Und wieso nimmt er das nicht an? Achso, einer leuchtet, wenn man... Oder muss ich... Hä? Mir fehlen doch noch 2, oder nicht? Bin ich jetzt doof? Ach so, Moment! Ach, einer leuchtet, wenn er richtig... Ach, ich bin das hier alles so schön... Wieso kann ich den... Doch, jetzt ist er draußen. Leuchtest du? Du leuchtest, ne? Okay. Benutzt das Auge. Moment. Hä? Ich bin überfordert. Hilfe! Wir müssen unten... Also unten, das müssen wir benutzen. Oh, da ist auch ein Portal. Da ist ein Portal. Geht weg da. Ich muss als Erste da sein. Alter. Alter. So war das nicht geplant. Oh. Ah nein, kann man nicht rumlaufen. Okay. Geht weg da. Ich habe hier ein Portal gesehen. City-Portal. Das ist meins. Meins. Nur meins. Mein Schatz. Mein Portal. So. Brennen wir die Schiffe nieder. Ich hoffe, es war das richtige Schiff. Ich hoffe, ich habe jetzt keine eigenen Schiffe irgendwie erledigt. Okay, gut. Ist die oben? Ich glaube, ich sollte reiten. Das dauert sonst zu lange. Kann ich euch helfen? Kann ich jemanden mitnehmen hier? Wir sehen alle so... Auf den Sommersendinseln hört man überall den Namen Wallace. Da ist er. Ich bin stolz. Bei Maras Herz. Ihr habt hier gute Arbeit geleistet. Kein Wunder, dass Rasumdar euch vertraut. Wir haben den Sieg davongetragen. Wer weiß, wie lange es dauern wird, um die Stadt wieder aufzubauen. Doch mit den Seesoldaten im Rücken haben wir sie in Stücke gerissen. Wir haben den Sieg davongetragen. Vielen Dank. Ihr habt die Dankbarkeit eines erleichterten Hauptmanns. Ja, Hauptmänner sind doch was Gutes. Wir haben wieder etwas aus dem Set bekommen. Und zwar haben wir mittlere Schultern in Robust vom Set Zwillingsschwestern erhalten. Ja, damit wäre dann auch die Aufgabe in diesem Gebiet abgeschlossen. Ich schaue mal eben nach. Das heißt, dass wir dann für die nächste Folge... Bringt mich nach Hause. Ach, bringt mich nach Hause. Das geht ganz schnell. Das weiß ich. Ja, ja. Ich weiß aber nicht, ob die da noch eine Quest drin haben. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist die einzige Quest, die da drin ist. Da muss man nur, ich glaube, ein Tierchen oder ein Halsband oder sowas woanders hinbringen. Die werden wir als letztes machen, würde ich mal sagen. Ich würde sagen, dass wir in der nächsten Folge dann tatsächlich hier oben hingehen werden und das rechtmäßige Erbe machen werden. Und dann müssen wir mal gucken, ob es da noch eine Folgequest eventuell gibt. Der Scherz des Hofnarren hört sich jetzt nicht so nach Folgequest an. Kann aber eventuell sein, dass die auch nicht ganz so lang ist. Dann würde ich sagen, dass wir die nämlich dann hinten dran hängen. Eventuell noch die kleine dann hinten dran hängen, weil das tatsächlich die letzte Quest hier von Auridon ist. Müssen wir mal schauen. Wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge mit dem rechtmäßigen Erbe oben in Kastell bzw. am Kastell Rilis starten. Ja, und damit verabschiede ich mich dann erstmal für heute. Ich habe jetzt doch beide Folgen zusammengehangen, weil, ja, die waren jetzt doch beide ein bisschen kurz, muss ich sagen. Und eigentlich ist es ja auch alles so ein bisschen das gleiche Thema. Ne? Es ist halt Auridon, es geht immer so um die Meereselfen, ums Schleiererbe und so weiter. Und ich denke mal, das ist eine ganz gute Kombination heute gewesen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.